Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich ein XXL-Haul für euch, denn ich war ja eigentlich auf der Suche nach, wegen einem Angebot im Rossmann und im Endeffekt war ich bei Rossmann, ich war bei Teddy, ich war kurz bei Lidl und dann war ich noch bei Kick. So sieht für mich ein kleiner Einkauf aus. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne hier unten kostenlos tun. Einfach drauf drücken und dann hast du mich ganz schnell abonniert. Verpasst kein Video von mir. Ich zeige euch einfach mal, was ich gekauft habe. Die meisten Sachen davon waren wirklich alle im Angebot. Also echt krass. Ich fange einfach mal mit den Sachen an, wo ich das wenigste davon gekauft habe. Und zwar war ich bei Lidl und habe mir diese Milka Schokolade gekauft, als kleines Dankeschön. Dann, also das war jetzt bei Lidl, die eine Sache, mehr habe ich nicht gefunden. Dann war ich im Teddy und habe mir nochmal diese Lidschattenpalette hier gekauft. Und dann habe ich mir noch Kräuselbandspulen gekauft, die jeweils 4 Meter lang sind. Ich fand die voll schön. Guckt euch die mal an. Hier einfach in Gold, dann hier mit solchen Sternen, dann hier steht einmal Merry Christmas und hier ist es nochmal in Glitzeroptik. Das gab es halt in Gold, in Rot und in Silber. Ich habe mir in Gold mitgenommen, weil ich sie in Gold viel, viel schöner fand irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Dann, liebe Leute, war ich bei Kick. Ich gehe da immer vorbei, weil die vieles im Angebot haben. Und das, was im Angebot ist, nehme ich meistens mit. Und dann habe ich hier einen Sparschäler gekauft. Der kostete nämlich 1,99 vorher. Und ich habe den für 50 Cent bekommen. Und wie ihr mich kennt, ich blende euch überall die Preise ein. Dann habe ich mir Konfetti gekauft. Die haben 59 Cent gekostet und ich habe die für 10 Cent ergattert. Finde ich immer richtig cool. So für Partys oder so kann man das ja immer machen. Das ist auch jetzt nicht so was ganz Bestimmtes wie Happy Birthday oder Happy New Year oder weiß was ich was. Das sind einfach so gekräuselte Dinger. Finde ich eigentlich ganz schön. Kann man zu jeder Party nehmen oder sowas. Und dann habe ich hier noch eine Papiergirlande. Die hat 1 Euro gekostet. Ich habe die für 10 Cent bekommen. Ist zwar schon ein bisschen spät, aber das ist halt für Halloween mehr. Und das würde ich dann wahrscheinlich dann nächstes Jahr benutzen. Mal gucken. Ich denke schon. Dann habe ich mir noch ein paar Filme gekauft, wobei ich nicht weiß, ob diese Filme gut sind. Diese Filme haben alle mal, ich glaube, 3 Euro gekostet. Ja, alle Filme haben mal 3 Euro gekostet. Die wurden reduziert auf 1 Euro, wo ich mir schon ein paar Filme gekauft habe. Ich weiß, Filme, die ich mitgenommen hatte damals, für 1 Euro. Und zwar ist es einmal Bride Wars, Beste Freundinnen. Das habe ich noch nicht, ehrlich gesagt, geguckt. Das ist halt dieser Film hier. Muss ich mir mal, ehrlich gesagt, angucken. Dann habe ich mir Ausnahmezustand geholt und Bruce Willis. Ich weiß nicht, was das für ein Film ist. Den muss ich mir unbedingt mal angucken. Und zwar diesen hier. Und dann habe ich mir einen Weihnachtsfilm gekauft. Und zwar Weihnachten mit Rudolf. Bei diesem Film war sogar ein Schlüsselanhänger dran, der mittlerweile schon an meinen Schlüsseln ist. Aber den könnt ihr hier vorne einmal sehen. Das war so ein Rudolf hier als Anhänger. Die haben 1 Euro gekostet, die Filme. Und diese Filme, die kosten jetzt 50 Cent. Und zwar habe ich mir dann geholt Lauf Vegas. Ich weiß nicht, ob der Film gut ist. Wenn ihr den kennt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann habe ich mir The Watch Nachbarn der dritten Art gekauft. I don't know, ob das gut ist. Und dann habe ich mir noch von der Hollywood Kollektion Wir kaufen einen Zoo nach einer wahren Begebenheit, steht hier, glaube ich. Hier ist halt noch die Folie drauf. Aber ich denke mal, das sind gute Filme. Wenn nicht, dann
habe ich wieder unnötig Geld ausgegeben. Wie immer. Dann habe ich mir noch diese Becher hier gekauft. Richtig, richtig geil. Die haben hier auch hier drinnen so Glitzern, falls man das sehen kann. Und hier vorne, ganz vorne steht Bling Bling Day. Auf beiden. Einmal habe ich das in blau und einmal in grün. Diese Becher haben vorher beide jeweils 3 Euro gekostet. Das heißt, 6 Euro hätte ich ausgegeben, hätte ich sie mit dem Normalpreis gekauft. Danach waren die allerdings für 1 Euro im Angebot. Da habe ich sie mir aber nicht geholt. Da dachte ich mir, ach, die kauft doch jetzt eh keiner für 1 Euro. Und da komme ich vielleicht später irgendwann mal wieder, dann sind sie bestimmt noch mehr reduziert. Und allerdings hatte ich recht. Und zwar habe ich die beide für 50 Cent gekauft. Also 1 Euro für beide habe ich bezahlt. Richtig, richtig cool. Und ich meine, da spart man ja auch richtig gut. Ich meine, diese ganzen Sachen, die bei Kick, bei Teddy und so weiter sind, generell diese ganzen Läden, die es gibt, das, was die kosten, sind die überhaupt gar nicht wert. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Wish diese ganzen Sachen sieht, die einfach viel, viel billiger sind, da kann man einfach nicht solche Sachen für so viel Geld verlangen. Geht einfach nicht. Finde ich nicht gut. Und deshalb kaufe ich auch immer was im Sale ein. Weder noch bei Teddy, Kick und so weiter. Finde ich eine gute Sache und damit sparst du richtig viel Geld. Genauso wie bei Rossmann, da habe ich mit dem 10% Coupon gespart. Da habe ich im Endeffekt, ich habe für fast 30 Euro eingekauft und habe fast 3 Euro gespart. Das heißt, immerhin. Achso, und jetzt zeige ich euch die Sachen, die ich im Rossmann gekauft habe. Habe ich mir von Isana Home Sweet Home Seife gekauft. Ich muss aber mal eben gucken, wie die riecht. Die riecht gut. Die riecht sehr, sehr gut. Die war auch im Angebot. Und dann habe ich mir von Isana Milde Seife Mango Exotik mit tropisch-fruchtigen Duft gekauft. Auch eine Seife. Die war übrigens auch im Angebot und ich muss mal eben dran schnuppern. Oh, ja, es riecht wie so ein fruchtiger Cocktail ein bisschen so. Ja, finde ich gut. Als nächstes, ja Leute, ich weiß, ich kaufe einfach zu viele Masken und ich benutze sie recht sehr, sehr wenig. Und zwar habe ich einmal die Isana Aktivkohle Peel-Off Masken gekauft. Aktivkohle und Zink klärend und erfrischend. Als nächstes habe ich mir von Isana Totes Meer Maske gekauft. Porentiefe Reinigung, klärend, Totes Meer Salz und Tonerde, normale und Mischhaut. Da sind einmal die beiden hier. Und dann habe ich noch einmal von Isana Maske Hydro Booster gekauft, bis zu 48% mehr Feuchtigkeit, 24 Stunden Hydrointensiveffekt, Hyaluron und Aloe Vera, feuchtigkeitsarme Haut. So sehen diese hier aus. Die waren übrigens auch im Angebot. Dann, weshalb ich eigentlich überhaupt in die Stadt gefahren bin, waren diese Isana Duschgele, Kokoswasser, erfrischende Pflege, sensible Haut. Die kosten nämlich normalerweise 99 Cent. Die sind aber diese Woche reduziert auf 79 Cent. Und deshalb bin ich da hingefahren. Und die riechen so, 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 so gut. Es gibt auch andere Sorten davon. Ich glaube noch 3 verschiedene Sorten. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Oder sogar 4 noch mehr. Also 5 Sorten insgesamt. Eine war aber mittlerweile schon ausverkauft. Die Kokoswasser waren da. Dann war noch irgendwas mit Hafermilch und noch 2 andere. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißen. Könnt ihr euch ja mal gerne mal angucken. Dann habe ich hier noch einen Weihnachtsmann gekauft. Ein Schoko-Weihnachtsmann. Eine Handcreme von Isana Milde Kamille für trockene Haut mit natürlichem Kamillenextrakt. Die war übrigens auch im Angebot. Ja. Als nächstes habe ich dann noch diese coolen Tücher hier gekauft. Das sind Servietten, 16 Stück mit Flamingos. Die waren übrigens auch im Angebot, weil die keiner kauft. Wahrscheinlich. Ja, ich habe noch mehr Masken.
Und zwar habe ich von Isana Hydro Booster Tuchmaske sofort frische Kick, belebt müde Haut, 24 Stunden Hydrointensiveffekt, Hyaluron und Aloe Vera, feuchtigkeitsarme Haut. Da habe ich mir 2 Stück mitgenommen, weil ist ja auch nur eine Maske pro Dings drin. Ist ja so eine Tuchmaske. Und dann im Angebot gab es von Essence Prime and Last Daily Diaries Bubble Sheet Mask Clearing and Hydrating. Ja. Ich wollte die mal ausprobieren. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also man tut die hier auf und da entstehen halt solche Blubberbläschen. Diese Maske ist das. Jeweils für 95 Cent fand ich jetzt nicht alles so billig. Aber ich habe sie mir trotzdem mal mitgenommen, weil ich sie mal austesten möchte unbedingt. Um zu gucken, wie die ist. Weil es waren auch nicht mehr viele da. Ich glaube, noch 2 waren da. Ich habe 3 Stück mitgenommen. Als nächstes habe ich Dreamies mitgenommen für unsere Katze. Mit leckerem Huhn. Aber ich finde diese ganzen Katzen- und Hundefutter und alles, was es gibt, total ekelhaft riechen. Aber die Katzen essen trotzdem oder die Hunde. Ja. Als nächstes, ich glaube, die waren sogar auch im Angebot, habe ich mir von Nimm2 Lachgummi Fruchtgummi mit Vitamin geholt. Die habe ich schon richtig lange nicht mehr gegessen. Außerdem esse ich sowieso im Moment nicht so viele Süßigkeiten, weil erstens bekomme ich dann ab und zu mal unreine Haut. Bekomme ich ja auch sowieso, aber egal. Meine Zähne tun mir dabei auch richtig, richtig weh. Das finde ich richtig doof. Das war es dann auch schon mit meinem Kick, Rossmann, Teddy und Lidl XXL Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dem so ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne hier unten kostenlos tun. Einfach drauf drücken und dann hast du mich ganz schnell abonniert. Verpasst kein Video von mir und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!